Projekt. Gegen Mobbing. Servus Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Puh, es ist extrem viel passiert seit dem letzten Video auf unserem Kanal. Fangen wir von vorne an. Erst einmal ja, es ist korrekt, dass wir lange von der Bildfläche verschwunden waren. Die Gründe hierfür werden wir euch jetzt im Folgenden ausführlich nennen bzw. erläutern und anschließend nie wieder auch nur ein einziges Wort darüber verlieren. Viele haben gemutmaßt, dass wir wegen dem Hassaktivisten der heilige Ofenkäse und seinen per Mail angedrohten juristischen Konsequenzen unseren Kampf gegen Mobbing einstellen mussten. Das ist natürlich völliger Humbug. Die tatsächlichen Gründe für unsere kleine Zwangspause sind in Wahrheit wesentlich schockierender. Also, haltet euch fest, Leute. Denn was wir euch im Folgenden berichten werden, ist wirklich unfassbar. Anfang September gab es jeweils eine Hausdurchsuchung bei zwei unserer Teammitglieder, was die Beschlagnahmung sämtlicher elektronischer Geräte, welche wir fürs Erstellen unserer Videos benötigen, zur Folge hatten. Ja, Leute, das ist kein geschmackloser Scherz, sondern leider die bittere, grausame Wahrheit. Wir hätten nie gedacht, dass uns einmal so etwas widerfahren wird, zumal wir uns stets an geltende Gesetze und Regeln des zivilisierten Miteinanders gehalten haben. Fakt ist, unsere Hasser und Gegner tragen hierbei einen nicht unerheblichen Teil der Verantwortung bei dem eben beschriebenen Vorfall. Aber im Prinzip ist es erst einmal völlig nebensächlich, wer hier die Schuld trägt. Schließlich geht es auch gar nicht um Schuld oder Unschuld. Jedenfalls haben wir dieses Mal wirklich eine fabelhaft gute Ausrede, warum keine neuen Videos mehr erschienen sind, da wir dieses Mal tatsächlich keinen Einfluss darauf hatten. Ihr merkt, trotz aller Widrigkeit der Umstände, haben wir unseren Humor noch nicht verloren. Auch muss unser Videoprojekt Die Akte Martin G. aufgrund der eben erwähnten Vorfälle während unseres Fernbleibens bedauerlicherweise erst einmal auf Eis gelegt werden. Dies ist auch gleichzeitig Dreh- und Angelpunkt der ganzen Hasskampagne gegen uns. Unser Anwalt gab uns zwar die dringliche Empfehlung, uns mit Details zum aktuellen Fall so gut es geht zurückzuhalten. Allerdings habt ihr als unser Publikum unserer Ansicht nach das Recht, hierüber auch konkret informiert zu werden. Da soll noch einer sagen, wir würden kein Fanmanagement betreiben. Naja, wie auch immer. Ihr erinnert euch doch bestimmt noch an Teil 2 der Videoreihe über Martin G., alias Klonter. Dort wurde erwähnt, dass es in Teil 3 gesondert um die mutmaßliche Liebe zu Kindern des Drachenlord Hassers gehen soll und wir im Zuge dessen bereits in Kontakt zu einem Pädophilie-Experten stehen. Soweit so gut. Das Video war bereits zu etwa 2/3 fertiggestellt, als uns ein dicker, fetter Schlag mitten ins Gesicht traf. Mehrere Beamte der Kriminalpolizei standen eines Morgens vor der Tür von zwei Mitgliedern des PGM-Teams und konfrontierten diese mit den Vorwürfen des Besitzes von kinderpornografischen Schriften und Inhalten. Anschließend wurden sämtliche Rechner, Handys und Datenträger zur Beweissicherung beschlagnahmt. Laut den Beamten waren zwei anonyme Anzeigen eingegangen, in denen wir beschuldigt wurden, strafrechtlich relevante Inhalte mit Themenbezug Pädophilie im Rahmen der Recherchearbeit zu unserem geplanten Klonter-Video gesammelt zu haben. Absoluter Schwachsinn. Wie sich natürlich von selbst versteht. Da absolut nichts dergleichen während der Auswertung der beschlagnahmten Stücke festgestellt werden konnte, wurde uns vor circa 2 Tagen alles wieder ausgehändigt und die Anzeige fallen gelassen. Wir haben nun allerdings Anzeige wegen Vortäuschen einer Straftat und Verleumdung gegen Unbekannt erstattet. Jetzt mal im Ernst. Leute, uns ist klar, dass die Anzeigen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von Zuschauern unseres Kanals stammen. Schämt ihr euch nicht? Schämt ihr euch nicht?
die Behörden mit offensichtlichem Schwachsinn derart unnötig zu beschäftigen? Abgesehen davon, ist das kein Kavaliersdelikt und kann empfindliche Strafen für euch bedeuten. Da wir nun wieder im Besitz unserer Rechner und sonstiger Geräte bzw. Datenträger sind, kann es nun munter mit Content weitergehen. Denn anders als eine gewisse Mimose aus Berlin lassen wir uns durch einen derartigen Vorfall nicht aus der Bahn werfen und machen dennoch weiter wie bisher. Nein, Leute, wir geben den Kampf gegen Mobbing niemals auf, egal was sie uns antun werden. So schnell werdet ihr uns nicht los. PGM bleibt unbesiegt.